Zu den scheiß Nazis. Zu den scheiß Nazis, was sagen Sie dazu? Alle Menschen, Menschen, alle Menschen. Anheizen, man hat also sie mich sehr höflich gebeten, dass ich mich die Zukunft nicht nur noch hier aufzuhalten habe. Ich hätte mir jetzt ein Bild von der Lage machen können. Und die Polizei überlegt, was sie machen kann. Man telefoniert mit der zuständigen Staatsanwaltschaft. Keiner möchte offenbar eine Entscheidung treffen. Also, ich möchte. Also, in Südamerika hat man mal von Bananenrepubliken gesprochen. Ich würde niemals die Bundesrepublik mit einer Bananenrepublik vergleichen. Aber mit einem Rechtsstaat, mit funktionierenden Strukturen hat das nur noch rudimentär etwas zu tun. Das ist heute eine sehr peinliche Vorstellung der Obrigkeit, insbesondere der Kölner Polizeiführung. Und das werden wir uns so nicht gefallen lassen.
Polizei auch mitgeteilt, dass wir uns hier nicht zermürben lassen, dass wir durchhalten, dass die Demo bis 4 Uhr angemeldet ist. Und wenn Sie hier vor dem linken Pöbel weichen, uns dann nächste Woche hier wieder treffen werden, mit allen Konsequenzen. Also, wir halten durch und alsbald wird geräumt werden. In diesem Sinne... Thank you.
habe 40, 50 Gegendemonstranten und den Folterbeck von den Grünen gesehen. Das reicht offenbar aus, um hier eine ordnungsgemäß angemeldete Demo hier zu blockieren. Offenbar meint die Polizei, das umzusetzen zu wollen, was der Rotas ihnen souffliert hat. Und auch der neue Polizeipräsident Albers, dessen Parteikameraden hier mit unter den Linken stehen, sind ja auch Jusos, SPD. Seine Parteikameraden marschieren hier mit und setzen hier demokratische Grundrechte außer Kraft. Ich kann nur sagen, voll Teufel! Und ich habe den Damen und Herren von der Polizei auch gesagt, so, mich interessiert mal, was Sie hier heute machen, warum Sie sich hier aufgestellt haben. Was bewegt Sie dazu? Wir haben hier in Kalk das sogenannte autonome Zentrum, welches den ganzen Stadtteil spaltet. Es haben sich regelrechte linksextreme Parallelgesellschaften entwickelt. Ja. Und wir treten ein für die Schließung dieses autonomen Zentrums. Und, das ist noch viel wichtiger, wir treten heute ein für das Recht auf Versammlungsfreiheit. Ja. Es möglich sein muss, friedlich zu demonstrieren. Ja. Und wir werden ja seit Stunden hieran gehindert. Und das ist heute kein Ruhmesblatt für den Rechtsstaat. Ja. Und dieses autonome Zentrum heißt es, glaube ich, in Kalk. Was spaltet denn dieses autonome Zentrum zum Beispiel? Städte von Rechtsbrüchen. Was zum Beispiel? Ja, nennen Sie mal ein. Häuser besetzt, keine Miete zahlt, indem man Anwohner schikaniert, indem man den Tag zur Nacht macht, etc. Ja. Und indem man halt Anwohner belästigt, indem es zu sozialen Spannungen kommt, und das ist für uns alle inakzeptabel. Naja. Mit wem habe ich gesprochen? Wie ist der Name? Markus Beisicht, NRW-Vorsitzender. Dankeschön. Vielen Dank.